Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Motorsportfreunde, hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play The Crew Wildrun DLC. Ja, wir haben hier ein neues Update im Hintergrund. Ich denke mal, ihr habt das mitbekommen, beziehungsweise in den letzten The Crew-Folgen gesehen. Ja, dass ich jetzt wirklich schon mal eine längere Zeit kein Wildrun mehr gezockt habe. Und ich zwischenzeitlich natürlich auch das Update runtergeladen habe. Und was haben wir jetzt neu? Der Trainingsmodus ist eingetroffen. Exotische Ausstattungen. Alle Spieler können jetzt für die nächsten Summit-Herausforderungen mit exotischen Fahrzeugen trainieren. Dir fehlt eine Exotenausstattung? Keine Sorge, wir leihen dir eine. Gewinne Bugs, Erfahrung und smarte Beute für deine eigenen Fahrzeuge. Alles klärchen, Pupärchen. Okay, ja, also wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, was hier so weiterhin abgeht, weil, ja, wie ich ja gerade erwähnt habe, meine letzte Aufnahme von The Crew ist schon ja etwas länger her und ich habe jetzt auch endlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Wie gesagt, die letzten 2 Wochen waren bei mir wirklich ja von der Zeit her relativ stressig und deswegen, aber jetzt gehen wir wirklich wieder steil. Jetzt versuche ich auch wieder 2 Tage, die 2 Tage, nee, an 2 Videos pro Woche, nein, nicht pro Woche, was laber ich, 2 Videos pro Tag zu bringen. Aber wie gesagt, nagelt mich da nicht drauf fest. Es kann immer noch mal sein. Okay, jetzt kriege ich wieder 5000 Crew Credits, die mir eigentlich so nichts bringen. Es kann immer wieder sein, dass ich vielleicht mal nur an einem, nur einen Tag lang oder nur ein Video am Tag bringe. Aber wie ich schon mal gesagt habe, nagelt mich da nicht drauf fest. So, was machen wir denn jetzt hier mal? Das ist nach wie vor gleich geblieben, dass man die Standstufe braucht. Ich habe hier einen, der ist auf jeden Fall der Smiley 24.6. Der ist auf jeden Fall mal online. Ist auf jeden Fall ein Freund von mir. Ja, jetzt habe ich aber ganz, ganz vieles Blinken hier. Und ich würde jetzt mal fast sagen, wir schauen uns jetzt, bevor wir dann in der nächsten Folge wieder ins Summit gehen, erstmal hier diesen Trainingsmodus an. Das hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Und da würde ich jetzt sagen, wo sind wir eigentlich überhaupt? Ich sehe uns gar nicht. Ach doch, hier, klar. Und diese Xfinity-Herausforderung, die bleibt irgendwie offen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen da mal hin eine Blitzreise oder spielen wir? Ne, wir spielen das mal direkt. Wir probieren es mal im Einzel. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie dieser Trainingsmodus abläuft. Also du wirst wahrscheinlich wie im Summit einfach trainieren, einfach fahren und dann kriegst du wohl eine Belohnung. Und ich würde jetzt gerne mal austesten, was für eine Belohnung das ist. Ich nehme jetzt natürlich wieder meinen Fiat 500 Abarth. Ja, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf, weil, ja, ich habe das mir noch nie gemacht. Es wird wahrscheinlich jetzt nichts, ich sag mal, kompliziertes sein. Genau. Oh Gott, das Handling haben sie auch schön verändert. Okay, Landung mal 3 haben wir jetzt hier gekriegt. So, perfekte Landung. Oh Gott, das war keine perfekte Landung. Alter. Oh, nochmal eine Rolle. So, wir kriegen den 500er hier nicht. Das ist schon madig. Das ist schon madig. So, kommen wir hier hoch. Jawohl, kommen wir. Ja, da kriegen wir jetzt nur eine schlechte Landung mal 1. Okay, kann man jetzt hier so ganz cool runterfahren? Weil hier so rumfahren wahrscheinlich, ne? Jawohl, 100 Punkte, schön 100 Punkte hier mitnehmen. Oh Gott, aber dann schaukelt es mich hier irgendwie richtig behindert auf. So. Okay, jetzt probieren wir mal hier wieder unser Glück mit den 2 Rückwärtssaltos. Oh Gott. Doppelter Salto, aber es bringt nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl. 2 Minuten, oh Gott, ich bin hier richtig am Abkacken. Okay, aber es bringt fast mehr. Alter, komm, 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 stell dich wieder auf. Es bringt fast mehr, dann nur eine Rolle zu machen und dafür die dann perfekt zu landen. Habe ich jetzt so gerade das Gefühl. Gut, jetzt können wir hier 2 machen, weil jetzt sind wir hier richtig gut gerade unterwegs. Obwohl jetzt, ach doch, wir hätten 2 machen können, aber gut. So. Jawohl, perfekte Landung mit dem Salto, aber ja, ist jetzt kaum, die, na wie heißt, diese Punkte gekriegt.
Das ist nicht so geil. So. Jawohl, perfekte Landung. Ach, gute Landung. Wieso nur gute Landung? Weil es mich da kurz gebounced hat, oder was? So, wir probieren es jetzt einfach mal hier in dem Looping. Da sollte ja, jawohl, da ist auch immer noch ein Tausender dabei. So. Jetzt können wir hier direkt den zweiten noch mitnehmen. Geht natürlich hier schön durchkommen. Jawohl, geht auch. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wo fahre ich hier lang? Jawohl, der war nice. Der war schon nice. So. Wieder nur gute Landung. Wahrscheinlich, weil ich da so leicht gebounced bin, kann das sein. 30 Sekunden noch. Alter, ich habe so wenig Punkte hier. So wenig Punkte hier. Wieder nur eine gute Landung. Da ist auch noch ein Loopy-Loop. Komm, den versuchen wir jetzt noch hier mitzunehmen. Ein bisschen Nitro geben. Und da kommen wir hier schon durch. Nochmal ein Tausender. Shit, den zweiten kriegen wir aber wahrscheinlich nicht mehr. So, ah doch, den haben wir sogar noch gekriegt, den Tausender. Aber wie gesagt, das geht auf jeden Fall besser, ganz, ganz klar. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt kriegen wir hier ein Fahrzeugteil. Ein Auspuff gewonnen, Stufe 41 auf Silber. Mit Bremsbonus. Okay, das bringt uns leider nichts. Okay. Jo, und jetzt kann ich hier fortfahren. Rückkehr zum freien Fahren. Okay. Ja, das habe ich mir jetzt wahrscheinlich ja, spannender vorgestellt, als es in Wirklichkeit ist, oder? Könnte ich mir jetzt wirklich mal vorstellen. Jetzt blinkt es mal zumindest nicht. So, was haben wir hier? Ist alles Monster Arena. Es ist alles Monster Arena. Okay, ne, hier ist Driftprüfung. Da machen wir jetzt mal eine Driftprüfung. Jo, Einzel. Ja, schauen wir mal. Vielleicht machen wir jetzt das noch und dann werde ich noch in der Folge die freie Fahrt oder diese Stunts machen. Und ja, dann können wir dann auch wirklich ins Summit reingehen. Oder in das Summit Qualifier, ehrlich gesagt. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt... Ja, ich sag wirklich jetzt mal, nicht so wirklich spektakulär. Es ist spektakulärer, als es wirklich aussieht. So. Jetzt kann man halt hier schön driften. Okay. Alter Schwede, mich dreht's hier gerade so hin und her. So. Jawohl, jetzt kann man hier vielleicht ein bisschen pendeln. Dafür ist fast die Straße ein bisschen zu klein hier. So, jetzt hat er schon wieder aufgehört zu zählen. So. Ich würde das gern mal hier in einem durchdriften. Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oh Gott, angeeckt. So. Aber komme ich hier irgendwie raus? Ja, hier komme ich ein bisschen raus. Weil hier kann ich halt dann schön den Pendler spielen. Jawohl. Hier, das meine ich halt. Aber jetzt hat er mir schon wieder abgebrochen hier. Alter, der bricht sau fucking schnell jetzt ab immer. Hab ich so das Gefühl hier gerade. Weil ich komme hier nicht... Ja gut, die Strecke ist auch richtig behindert. Ich wollte gerade sagen, ich komme auch hier nicht auf grünen Nenner irgendwie. Aber die Strecke ist echt ein bisschen behindert. Aber hilft, um vielleicht gerade mal wieder ein bisschen hier reinzukommen in das ganze Spiel. Schon wieder bricht er mir ab. Und dann kriege ich keine mehr, obwohl ich hier so schon quer fahre. Dann kriege ich keine Punkte mehr. Alter. Ja, die Straße ist einfach hier wirklich ein bisschen zu klein. Am besten ist halt wirklich eine große Straße, wo du immer schön hin und her pendeln kannst. Das wäre wirklich halt für eine Drift am besten. Jetzt, da fehlt mir dann halt wieder der Speed. Und dann ecke ich hier wieder komisch an. Kommt sie noch ein bisschen weiter. Ja, okay, gut. Wenn er halt jetzt... Jetzt würde ich halt nochmal schön rausziehen. Ja, okay. Aber wie gesagt, das ist spektakulärer, als es im Endeffekt dann doch ist, sozusagen. Ja. Differentialstufe 26.
Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, also wie gesagt, es ist halt wirklich spektakulärer oder unspektakulärer, als es wirklich aussieht. Nee. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Man denkt halt, boah, krass, was Neues, aber im Endeffekt ist es doch nichts anderes als die Summit, nur ohne, ich sag mal, Druck. Ja, so nenne ich es jetzt einfach mal. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich würde mal schätzen, er ist wahrscheinlich AFK, oder? Ich kann ja mal versuchen, ihn einfach einzuladen in meine Crew. Wenn er natürlich annimmt, wäre super, weil dann könnten wir wieder diese freie Fahrt Stunts auf jeden Fall. Nee, wo muss ich denn das hier machen? So war das, genau. Weil dann könnte ich die halt wieder zusammen machen. So, ich muss hier mal auf S. Hier haben wir ihn doch gehabt. So, ich lade ihn einfach mal ein. Schauen wir mal, ob er annimmt. Wir werden es sehen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, nicht oder nein. Smiley, warum? Abgelehnt oder was? Okay, geht halt irgendwie nicht. Weil sonst. Oh, ist hier einer online noch? Nee. Hat nur so ausgeschaut. Nee, auch nicht. Immer diese Bilder, da denkt man, da ist wer online. Nee, aber dann ist wirklich hier gerade keiner online. Und ja, ich werde jetzt mal ganz kurz wieder mein Auto natürlich wechseln. So, wir wechseln auf den LaFerrari und nein, kein, ja, Fotomodus. Und ja, wir gehen uns mal in die freien Fahrtstunts rein. So, ich habe jetzt hier natürlich mir wieder abgebrochen, weil ich habe da jetzt wirklich schon so oft Leute gehabt, die einfach nur gechillt haben und geschaut haben, dass du die Scheiße machst und nicht mitgearbeitet haben. Das hat mich da entgelangweilt einfach. Weil sowas langweilt auch. So, schauen wir mal. Ich denke mal, ich werde das jetzt hier euch drin lassen, weil das passt dann ganz gut. Dann können wir in dieser Folge noch die Stunts hier wegmachen und uns qualifizieren fürs Qualifier. Ich denke mal, das ist dann wirklich ganz gut. Hier hätte ich zwischendurch fahren sollen. Aber hier sind ja ganz, ganz viele Autos eigentlich. So, jetzt brauchen wir noch 4 Stück. Oh shit, das war jetzt blöd, dass ich den da gerammt habe, aber jetzt kriegen wir wahrscheinlich eh den letzten noch. Hier, Wollinger, passt. Ja, und deswegen mache ich das eigentlich, wenn dann mache ich es entweder alleine oder wirklich mit irgendwelchen PSN-Freunden von euch. So, und ich weiß jetzt natürlich nicht, die Folge wird wahrscheinlich am Samstag kommen. Ich will ja schauen, dass ich den Sonntag immer so ein bisschen den Special-Tag machen will, wo ich ein paar Specials immer bringe. Hier zum Beispiel auch das Make It Funny for Your Money. Und ja, dann schauen wir mal, ob vielleicht da am Sonntag noch ein bisschen was Specialiges hinkriegen. Müssen wir mal schauen, wie ich das so hinbringe. Weil das Problem ist, ich bin am Samstag den ganzen Tag Fußball spielen, weil ich ein Turnier spiele. Und ja, das ist dann halt. Da geht mir halt dann so ein kompletter Tag flöten, weil ich denke, alle, die Fußball spielen, werden es kennen, dass man da dann ja eigentlich den ganzen Tag unterwegs ist. Aber wurscht, Fußball ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist nämlich jetzt hier The Crew. Und diese. Oh Gott. Diese Stunt-Modus hier. Diese freie Fahrt-Stunts. Wir müssen jetzt hier an 21 Autos knapp vorbei. Ja, hier ist schon nicht mehr so viel Verkehr jetzt leider, dass man die mal schnell hat, aber egal, Hälfte haben wir schon. Jawohl, perfekt, dass das so geklappt hat gerade. Perfekto. So. Alles gleich. Bärchen! Alter Schwede. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, dass die Alter. Die Fraktionsmission, also der letzte Crew Wild Run Part DLC mit dem Dackel, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut bei euch angekommen. Müssen wir mal schauen, vielleicht kriege ich den Dackel nochmal irgendwann ran. Und ja, bei ihm war dann halt irgendwie die Aufnahme korrupt, nicht korrupt, kaputt. Was für korrupt, Alter, was ist denn heute mit mir los? Nee, seitdem seine Aufnahme war dann irgendwie kaputt und ja, deswegen habe ich die dann im Endeffekt nur veröffentlicht. Aber ich habe gesehen, dass es euch gefällt und ja, da denke ich, kann man auf jeden Fall nochmal was machen. Das sollte jetzt nicht das große Problem darstellen. Nur der Dackel zieht das auch irgendwie gerade um, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, ist auch alles immer ein bisschen stressig und er muss auch die Zeit finden. Ich muss halt dann auch gleichzeitig Zeit haben und ja, ich denke mal, ihr werdet es auch kennen, dass das dann nicht immer ganz so einfach ist,
Auch wenn jetzt vielleicht die meisten Zuschauer noch von mir Schüler sind oder so. Wenn man halt arbeitet oder so wie ich jetzt gerade eine Ausbildung mache, dann ja, ist das immer ein bisschen schwierig, auch von der Zeit her. So, jetzt muss ich mal mich hier wieder ein bisschen konzentrieren, weil das Kurvig ist halt wirklich nicht ganz so geil für diese Challenge, aber wird schon funktionieren jetzt. Wird schon funktionieren jetzt. Zeit genug haben wir ja eigentlich. Ja, Zeit genug haben wir eigentlich locker. Die 4 Minuten da. Naja, fahr auf die rechte Straßenseite. Bin ich doch schon. Das finde ich halt immer irgendwie ein bisschen lästig, dass man sich hier irgendwie qualifizieren muss. Und das ist halt immer wieder das Gleiche ist. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte man da nicht was anderes machen können? Zum Beispiel erreiche 10.000 Punkte bei diesem Summit. Zum Beispiel bei dem Monster Truck oder so. Oder bei Drift erreiche da so und so viele Punkte. Das wäre doch auch ganz nice gewesen, oder? Aber gut. Da wird sich hier schon Ubisoft irgendwas dabei gedacht haben. Alles klärchen. So, jetzt haben wir zumindest mal Stufe 1 von Stunt 3. Jetzt haben wir nur noch einen. Müssen wir mal gucken, wie schnell der vonstatten geht. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier wechseln. Ich hoffe, er schlägt es mir vor. Jawohl, sehr gut. 320 Meter Wheelie. Jawohl, das passt schon mal soweit. Jetzt zieh hoch, jawohl, länger. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, braucht man nicht mehr viel. Ah, jetzt komme ich nicht mehr gescheit hoch. Jetzt aber. Jawohl. Easy going, hätte ich jetzt mal behauptet. Ist das hier vonstatten gegangen. Jawohl, jetzt habe ich mir den Teilnahmeschein hier auf jeden Fall verdient. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was sagt denn die Zeit? Die zeigt es ja gerade mal. Ja, 18 Minuten. Oder sogar noch ein bisschen weniger für euch, weil ich ja wieder einen Tick früh angefangen habe. So, falsche Straßenseite passt. Jetzt würde ich sagen, wir ziehen jetzt einfach noch die Stunts hier durch. Und in der nächsten Folge starten wir dann wirklich in den Summit dann rein, in den Summit Qualifier. Müssen wir mal schauen, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Ich weiß auch gar nicht, wann das Qualifier angefangen hat. Da hätte ich eigentlich auch mal nachschauen können noch. So. Dann nächsten Stunt. Knapp an 18 Autos vorbei. Alles klar. Ja, da wollte ich jetzt gerade eigentlich warten auf den Typen da. Aber das, ja, hätte mich hingehauen von der Zeit her. So, naja, ich vergesse immer mich hier zu ducken, weil das bringt echt was. Gucken wir mal, wie das bringt. Ah, und rechts, wenn ich mich aufstelle, geht halt nichts mehr vorwärts. Oh Gott. Ja, voll das gilt. Es hat brutal echt was das bringt. Das ist unfassbar. Aber wenn ich jetzt hier so nicht auf Zeit unbedingt fahre, würde ich das jetzt mal weglassen. Weil es dann doch, ja, eher ein bisschen blöd auch zum Lenken, weil wenn du dich vorlehnst, du musst dann gleichzeitig auch noch lenken, dann, ja, ich denke mal, ihr könnt es euch durchaus vorstellen, dass das dann immer ein bisschen schwierig ist. So, brauchen wir noch 5 Autos, dann hätten wir es. Und dann hätten wir es. So. Also ich würde auf jeden Fall feiern, wenn Ubisoft hier in dieser Richtung weitermachen würde. Weil, oh Gott. Weil es ist auf jeden Fall ein geiles... Alter, willst du mich jetzt verarschen, Mann? Musst du unbedingt in meine Richtung fahren. Fotze. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein geiles Format und macht auch Spaß. Also, wenn da Ubisoft da was weiterführen würde, wäre sowieso relativ geil. Gut, jetzt kommt sowieso erstmal Trackmania Turbo. Das ist auch von Ubisoft. So, alles klar. Jetzt hätten wir aber Stufe 4. Ich würde fast behaupten, wir machen noch Stufe 5 und dann haben wir es für die Folge. So, warten auf nächsten Stunt. Okay, ja, das sollte jetzt nicht das große Problem sein, 3,7 Kilometer auf der falschen Straßenseite zu fahren. Oh Gott, da muss ich aber
Oh Gott, das war falsch. Jetzt hier bin ich richtig, aber jetzt bin ich auch wieder falsch. Oh Gott. Oh Gott. So, das ist hier schon falsche Straßenseite, ne? Jawohl. Jawohl. Also jetzt bin ich hier, wo ich gedriftet bin vorher, oder? Wo dieses Event ist. Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Alter, wie eng ist denn hier dieser Bereich? Ist ja brutalst eng hier, oder was? Jawohl. Aber jetzt hier kann man schön heizen. Einfach schön geradeaus. Fertig. So, schalt bitte. Da ist auch immer so ganz kurz im Begrenzer. So. Hälfte haben wir jetzt ungefähr. Aber wir müssen jetzt schon fast ein bisschen schicken. Weil ich vor allem jetzt hier auch nicht... Alter. Die perfekten Bedingungen habe. Weil ich hier durch irgendwie so einen Kaff fahren muss. Durch ein kleines Städtchen hier. Das ist nicht optimal, aber ich denke mal... Boah, Alter. Wir kriegen es gerade ganz gut hin. So, jetzt hier nochmal ein paar Meter. 500 Meter haben wir noch. Jawohl, haben wir dann doch ganz gut hingebracht. So, oh Gott. Komm, 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 komm. Bleib drauf jetzt hier. Jawohl, passt. Alles klärchen. Ja, jetzt haben wir noch einen Step vor uns. Und dann... Ja, würde ich sagen, haben wir es für die Folge. Ach du heilige Kaka. Aber gut, das könnte jetzt relativ schnell gehen mit den Zäunen hier. So, ich hoffe, das zählt jetzt hier auch. Jawohl, zählt, sehr gut. Weil ich hatte ja schon mal das, dass das bei mir irgendwie nicht gezählt hat. Keine Ahnung warum. So, halt relativ easy hier einfach überall hier das abzuräumen. So, ist ja locker 100 Zäune, was hier rumsteht. Alles klar. Ja, dann hätten wir das eigentlich. Und ja, wir haben uns nochmal um 500 Ringe nach oben gesetzt. Und obwohl, ist jetzt Level 6, weil das ist easy. So. Wenn jetzt das nächste auch noch so easy ist, dann ja. Wir stehen schon bei 23 Minuten. Zumindest bei mir. Springe über... Oh, das... Ja, doch, komm. Das machen wir jetzt noch schnell. Ist jetzt halt die Frage. Wir müssen uns irgendwo hin teleportieren, wo man springen kann. So, in welche Richtung ist das denn? Ah, hier, okay. Dann machen wir hier eine Blitzreise hin. So, und jetzt hier springen. Ich hoffe, da kommt man durch. Jawohl. Jawohl. Alter Schwede. What the fuck? Okay, 30 Meter brauchen wir noch. Sollte ja locker zu schaffen sein. Kurz die Handbremse angetippt. Die ist eigentlich... Gibt es beim Motorrad eine Handbremse? Könnt ihr mich ja mal in den Kommentaren aufklären. Wuhu! Geiler Salto. Ja, also da haben wir uns ja locker leicht noch ein Level verdient. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir hier wirklich mal Abbruch. Abbruch! So. Denn von der Zeit her sind wir doch jetzt schon wieder sehr, sehr fortgeschritten. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt schon mal hier schnell auf die Karte. Ich gehe schon mal hier in das Summit Qualifier rein. Und ja, derweil sag ich, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr wieder ein Like da lassen würdet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns dann das Summit Qualifier hier, oder wenn wir uns dem Summit Qualifier hier widmen. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sag ciao, servus und bis dann.